Hallo und herzlich willkommen zur 220. Folge von Project Unstable 4. Ich habe heute mal so ein bisschen überlegt gehabt und mir ist aufgefallen, wir haben gar keine Lianen automatisiert. Wir bekommen keine Lianen. Wir kriegen einfach keine Lianen. Deswegen habe ich überlegt, wir automatisieren es heute. Geht ja ganz einfach. Und zwar können wir nämlich mit der Säge von Better with Mods das relativ einfach automatisieren. Denn normalerweise brauchen wir ja immer eine Schere. Und da wir keine Schere haben, die unendlich hält, was ich jetzt mal nachgeguckt hatte, werden wir das jetzt einfach so automatisieren. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Gearbox. Wir brauchen noch Axel. Wir brauchen theoretisch noch einen Hopper. Huch, oder? Einen Hopper. Und dann theoretisch noch irgendwas, was ins ME-System geht. Ich guck mal, ob ich hier irgendwann nochmal eine Kiste habe, wo ich irgendwie gut rankomme. Ich glaube nicht. Die Kiste wäre. Wo ist denn hier die Output-Kiste? Ah ne, wir packen sie in der Menschen Transceiver wieder rein, ne? Ja, ne, dann brauchen wir eine neue Kiste. Okay, dann brauchen wir. Wir brauchen eine Ender Link Chest. Ist die voll orange? Jawohl, das ist doch wunderbar. Was habe ich hier? Könnt ihr gleich mitnehmen. Und dann bauen wir uns jetzt hier einfach eine kleine Automatisierung dafür auf. Muss ja auch mal sein. Wir könnten es eigentlich gleich hier einbauen, ne? Machen wir das, würde ich sagen, oder? Ja, das war's weg. Ist natürlich nach unten gefallen, wie immer. Dann brauchen wir einmal eine Gearbox. So, guckt. Dann brauchen wir nochmal das Ding. Dann das Ding. Säge rattert vor sich hin. Gut, und dann können wir jetzt einfach hier mal. Also, ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich mir es denke. So. Da kommt dann Liane hin. Und hier unten haben wir dann einen Hopper. Der auf die Kiste geht. Ich weiß, ich kriege jetzt Schaden. Ne, kriege ich nicht. Okay, gut. Es sollte aber theoretisch hoffentlich funktionieren. Ja, so halb. Bis auf die Tatsache, dass es sich halt verbreitet. Aber an und für sich soll das funktionieren. Wenn ich jetzt hier Dinge praktisch immer wieder beschleunige. Wunderbar. Okay, also nach und nach bekommen wir jetzt Lianen. Wunderbar, ich freue mich. Und es sollte hoffentlich auch wirklich immer im Hopper landen. Ja, wunderbar. Okay. Gut. Haben wir das? Ich wollte das jetzt einfach automatisiert haben. Damit ich mir keine Gedanken weitermachen muss. Und jetzt immer Weins kriegen. Die packen wir auch in den Drawer rein, würde ich sagen. Wir packen den mal hier drüben bei den Natursachen mit rein. Dann machen wir es mal hier mit rein. Noch ein Void Upgrade. So. Man muss auch mal solche Sachen automatisieren. So. Denn warum habe ich es eigentlich jetzt automatisiert? Ich wollte gerne ein wenig Mossy Cobblestone machen. Huch. Danke. Dann können wir nämlich schön schüsseln und dann kriegen wir nämlich hier auch diese Weathered Brick raus. Und ich habe mir nämlich überlegt gehabt, zuerst wollte ich es mit Stone Brick machen, aber ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen komplett Cobblestone und schüsseln den schön. Habe ich noch den Eichschüssel? Habe ich so einen noch? Eichschüssel. Bisschen schöner. Da können wir nämlich hier ein bisschen. Okay, wir können es nicht sehen. Hammer. Hammerhart. Ja, okay, gut, dann brauchen wir auch keinen Eichschüssel. Na gut, aber mit dem Schüssel kann ich alles in meinem Inventar schüsseln. Ist wahrscheinlich besser. So, also packen wir den einmal wieder weg. So. Was wollen wir nehmen? Ich würde sagen, wir haben Cracked Bricks. Da würde ich sagen, wir schüsseln einmal Cracked.
Wir chiseln einmal Weathered. Wobei, gab's noch die alten irgendwo? Ich geh gerade ein bisschen vom Mikrofon weg, es tut mir leid. Moment. Nee, ich sehe sie jetzt nicht. Ja, noch so Panel. Ich kann da sicher einen Haufen machen, aber ich nehme mal ein bisschen Kompass mit. Wir chiseln einmal ein bisschen durch die Wild durch die Kante. Chiseln wir einmal die da nochmal. Die möchte ich nochmal haben. Und ich möchte noch die da einmal haben. Okay. Und dann müssen wir hier nochmal chiseln. Und dann haben wir. Wir können sogar Cracked machen. Das ist mega gut. Wir können das komplett kombinieren. Das heißt, ich mache mal diesen, ne? Einmal machen wir Cracked. Einmal machen wir. Weathered weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, was halt schön aussieht. Das ist mega gut. Muss ich jetzt mal gucken, wie das zusammenpasst. Wir haben diese hier. So, das sind die Weathered. Die sehen nicht mehr so toll aus wie damals. Weathered? Ach nee, das sind die noch. Das sind. Okay. Die Weathered sehen fast exakt gleich aus wie die andere Variante. Wow. Ich bin begeistert. Das hat sich ja gelohnt. Der sieht noch cool aus. Den könnte man nehmen. Okay, dann suche ich mir jetzt aus. Entweder wir nehmen Weathered. Ich würde Weathered nehmen, oder? Ich meine. So, ja. Da sind wir wieder. Ich mach mal das Lied mal. So. Mach mal alles Lied jetzt. Ja, da war ein kurzer, unerwarteter Cut. Da hat das Telefon geklingelt. Okay, was hatte ich gesagt? Ich wollte die Weathered Brick nehmen, ne? Das sind Bricks gewesen. Genau, das sind die Weathered Bricks. Okay, und den wollte ich mir nochmal angucken. Das Panel. Ich glaube, damit kann man auch schöne Sachen machen. Lass mal gucken. Die Sache ist halt die, der Cleanstone, das waren Iron Nuggets, der Cleanstone, sieht nicht mehr ganz so schön aus, wie er früher aussah. Also praktisch, man konnte andere Blöcke noch craften, man konnte schöneren Stone Brick machen, weil im Endeffekt die Weathered Bricks sehen exakt gleich aus wie die Cobblestone Weathered Bricks. Das ist einfach nervig irgendwie, aber naja. So, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir müssen hier noch chiseln. The Brick Chisel. Chisel. So. Und dann machen wir jetzt einmal die komplette Palette. Wir haben das noch, wir haben das noch. Jo, okay. Dann würde ich sagen. Ups. Dann würde ich sagen. Wir fangen jetzt erstmal ganz klein an und machen erstmal das komplette Ding. Papau. 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 Es sieht im Endeffekt trotzdem noch aus wie Bricks, deswegen kann ich hier die Brickstairs dann auch lassen. Das ist ganz schön. So. 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 Habe ich alles? Hier noch nicht. Okay. Den habe ich noch nicht. Jetzt dürfte ich aber alles haben. Wunderbar, okay. Gut, dann nehmen wir jetzt einmal die hier. Und machen das mal auf Single. Und setzen dann noch ein paar rein. Ich weiß, wir arbeiten immer noch hier dran, aber es ist mir egal. Ich möchte das machen. So. Wieso vielleicht? Dann machen wir hier nochmal ein bisschen was hin. Bäh. Hier, hier. Hier. Ist schon ein bisschen älter, der Eingang. So. Und dann nehmen wir nochmal Mossy. Dann können wir hier nochmal so ein bisschen. Ich finde, Mossy sieht kacke aus. Ich weiß nicht.
Ist es der Vanilla Mozzie Brick? Ich habe den Vanilla Mozzie Brick Ewigkeit nicht mehr gesehen. Der sieht wesentlich schöner aus. Guckt euch das mal an. Also selbst der Vanilla passt dazu, also nehmen wir jetzt den Vanilla Mozzie Brick einfach. Weil ich habe keine Lust, da irgendwie jetzt diesen hässlichen zu nehmen. Es sieht einfach hässlich aus irgendwie. Ich weiß nicht. So. Ah, hier brauchen wir noch einen. Okay. Ich packe nochmal hier unten nochmal ein bisschen was hin, irgendwie so. Dass es so ein bisschen danach aussieht, als ob. Gibt's eigentlich. Stone Brick Wall? Gibt's eine Mozzie? Ich kann einfach so nachgucken. Nö. Okay, schade. Und, aber ich habe jetzt keinen Bock mit Chisel und Bits hier irgendwie zu arbeiten. Ich möchte das jetzt nicht zu detailliert machen. Auch wenn wir Chisel und Bits haben. Man muss es nicht übertreiben. So, okay. Also, die Palette hat sich deutlich geändert, denn die Blöcke sehen kacke aus. Das war doof, das wollte ich nicht. Ich wollte gerne den da. So, also, wir können das einmal komplett zurückschüsseln jetzt. Ich hatte mir halt gedacht gehabt, oh Mensch, schön. Man kann sich Mossstone schön nehmen und kann das mit dazu packen. Klar, Mossstone ist ein bisschen heller vom Moss her, aber so kacke hatte ich es jetzt nicht erwartet. Ich meine, wir könnten hier unten nochmal vielleicht ein bisschen. Hier nochmal irgendwie ein bisschen Mossstone hinpacken. Nur hier so an die Ränder, wo Moos hochwächst, vielleicht so ein bisschen. Was halt auch doof ist, wir können hier kein Gras oder sowas drauf machen. Wir können da kein Gras draufsetzen. Das wäre echt cool, wenn das ginge im Vanilla. Wenn ich einfach sagen könnte, okay, ich nehme jetzt Gras, pack das hier oben drauf. Ist ja mega gut. Könnte so viel machen. Okay, tschüss Mossstone. Niemand mag dich. Okay, Fans. So, was ist denn heute los? So, okay. Gut, war das noch weg? Ich wollte noch Fans haben. Das hatte doch ein geändertes Rezept, ne? Ja. Verstehe immer noch nicht ganz, warum. Ach nein, nein, doch, nee, ich verstehe, warum sie es geändert hatten, wegen den anderen Holzsorten. Ja, und wegen den Falltüren, glaube ich, ne? Ich glaube, die Falltüren waren es mit. Ja, warte mal, vorher waren es nur Sticks, ne? Ah, stimmt, weil es nur Sticks waren. Ja, okay, ja, doch, wegen den Holzsorten, ich bin doof. Natürlich. Wenn es nur Sticks sind, kann man ja schlecht, andere Zaunarten einführen. Das geht ja schlecht. So, einmal hier. Hier können wir es nicht machen. Hier können wir nochmal einen machen. Okay, und dann kriegen wir das Gras schön hin. Okay. Und dann kann der weg. Wie gesagt, ich baue kein sicheres Geländer. Ich baue nur ein Geländer. So. Habe ich noch eine Cobblestone-Treppe? Stair. Oh, wir nehmen Stonebrick Stair, ist auch gut. Nein! Ist auch falsch. Na, ah, nee, weiß was. Wir bleiben bei Cobblestone. So. Und dann haben wir hier oben nämlich das Ding schon mal soweit fertig. Und es ist schön. So. Ich könnte theoretisch noch das hier machen. Ich bin kein Fan davon, das immer zu verbinden, weil das sieht in vielen Fällen einfach nur doof aus. Weil ich es auch nicht unbedingt so lassen will. Machen wir das einfach so. So. Und hier muss ich es verbinden. Irgendwie. Dann machen wir das mal. Einfach so. Ja, das ist falsch.
So, passt. Und das hier hin. Das kommt weg. Dann kommt hier noch so ein Ding hin. Und hier noch so. Okay. Gut, da machen wir hier noch ein bisschen weg. Und dann haben wir jetzt hier oben das Ding eigentlich schon fertig. So halb. So, ich habe jetzt irgendwelche Früchte wieder eingesammelt. Ja, theoretisch müsste man hier trotzdem nochmal irgendwie zumindest nach hier hochkommen. Auch wenn ich es nicht unbedingt will. Aber, naja. Huch. So. Okay. Der Sinn dahinter ist übrigens gerade, warum ich das hier noch dazu baue. Damit man hier so halb hochkommt wenigstens. Denn andernfalls sehe es doof aus, wenn der Weg mittendrin endet. Ich lasse den jetzt halt hier oben so ein bisschen auslaufen. Und dann wird das hoffentlich was. Beton liegt auf hoffentlich. Falsch. Das da. So. So. Und machen wir hier nochmal einen. Dann nehmen wir jetzt Gravel. Einfach so. 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 Kann man noch einen Gravel hinpacken. Slap hin. Noch ein Gravel, vielleicht noch ein Cobblestone hier hin. Und dann noch ein Gravel hin. So, und eigentlich müsste das noch weg und müsste anders gemacht werden, aber mach's erstmal weg. So, ich wollte hier oben vielleicht ja noch einen Baum hinbauen, ne? Hab ich gesagt. Muss mal gucken, ob und wann wir den bauen. Aber wir haben ja eine riesen Auswahl an Blättern. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt nämlich, ich kann sagen, ich baue mir selber noch ein bisschen andere Lianen als die Vanilla-Sachen. Was auch sehr, sehr schön sein kann. Mensch. Jetzt mal so. Soll ich vielleicht noch ein bisschen Gras nehmen. Ich habe kaum mehr Platz im Inventar. Das ist immer. In der Hinsicht wünsche ich mir halt wirklich. Teilweise in solchen Situationen brauche ich Creative Fun. Weil andernfalls hat man immer ein viel zu volles Inventar. Okay, das war doof. So. Komm, gib her. Dann nicht. Ist mir auch egal. So, machen wir es einfach mal so. 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 Dann können wir jetzt hier nochmal irgendwie so ein bisschen. Irgendwie so. Ist ja egal. Okay. Gut, haben wir da noch ein bisschen was. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Flup. Und dann müssten wir eigentlich hier das noch ein bisschen anders machen, weil die Kante hier ist doof. So, irgendwie ein bisschen auffüllen, ein bisschen ersetzen und gut ist. So, einmal hier ein bisschen durch. So, so. Hier mal einen. Oder dann sieht die Kante auch gleich ein bisschen besser aus. So, okay. Gut, dann ist 7. Das ist das Problem im Survival, man muss immer ausleuchten. Egal. So. Wunderbar. Ich finde, das lässt sich, kann sich eigentlich schon sehen lassen, so ein bisschen. Wir bauen jetzt hier, wie gesagt, noch vielleicht einen Baum hin. Aber nicht jetzt. Nächste Mal oder so. Was ich erstmal gerne machen möchte, ist hier drinnen das noch fertig bauen. Und irgendwie die Treppe mal machen. Damit wir das schon machen. So, Moment, wie hatte ich die Treppe gebaut? Die hatte ich aus Basalt gemacht, okay. Habe ich noch Basalt? Ich habe noch Basalt, wunderbar. Chisel.
Und Pattern. Ne, Design. Das sind die Dinger. So. Also einmal das Ding hier. Mein Nasio. Nicht niesen. Nicht niesen. Nicht niesen. Okay, gut. Alles klar. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir hier hoch? Ich würde es trotzdem gerne eigentlich in diesen Blöcken irgendwie machen. Wir probieren es einfach mal. Achso, ich hab kein Chisel-Bag. Chisel-Bag. Empty. Nehmen wir mal die beiden Empty mit. Und dann immer das. Und dann gehen wir auf Same Material. Bup. Und dann können wir Pose. Nicht Pose. Replace. Wobei das doof war, weil jetzt habe ich Cobblestone. Ich bin bescheuert. Das war echt bescheuert von mir. So. Ja, wir werden mal gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen. So, die Frage ist, warte mal, das ist 4 breit. Müsste 5 breit sein. Wir können aber noch eins zur Seite, ne? Jo, ohne Probleme. Okay. Machen wir. So, einmal das alles weg hier. Das ist 4, dann 5. So, hier nochmal weg. Ah, ist egal, mal hier weg. So, dann muss das auch alles weg. Und ab hier wird es dann interessant. Wie wird das machen? Da wird es wirklich interessant. Genauso hier bei dem Holz. Wie könnte man das machen, dass es am Ende nicht doof aussieht? Wir trotzdem die Treppe hier lassen können. Scheint eine große Frage. Ach, die ist, glaube ich, eine relativ simple Antwort gibt. Machen wir das so. Wir gehen einfach 2 in die eine Richtung. Keine Probleme. Wir gehen einfach hier nur einen weiter. Indem wir hier noch einen weitergehen, können wir nämlich dann unten einen höher gehen. Also ich werde gleich sehen, was ich meine. Wir können nämlich einfach hier, das hier als Grundfläche ist zu wenig, weil dann sind wir auf der gleichen Ebene, wenn wir jetzt hier einfach zur Seite weitergehen. Wenn wir jetzt aber noch einen höher gehen, sind wir hier. Und dann haben wir kein Problem mehr. Können wir nämlich einfach da durchsemmeln. Brauchen uns keine Gedanken machen. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das mal eben. So, einmal das Ding nochmal. Okay, dann kommen wir hier hoch. Dann haben wir jetzt hier nochmal eine, da nochmal eine, da nochmal eine. Wie gesagt, wir müssen das ja alles noch höher nehmen. Hier eine, da eine, da eine, da eine, da. Achso, ich habe keine mehr. Nenne ich im Pose. Ne, das wird doch. Dort wird doch Spinnersteintisch das doch hinkriechen. Muss einfach so machen. Warum wollte ich das eigentlich früher nicht machen? Ich muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum ich das nicht so bauen wollte. Das war mein Grund. Hatte ich keinen Bock zu terraformen, oder? Was war der Grund damals? Echt, was war der Grund? Keine Ahnung. So, okay, dann müssen wir jetzt das noch. Ich hab wieder einen Haufen Müll dabei. Toll. Wir machen jetzt mal. Oh, mir juckt. Okay. Wir hatten die oder die doppelten?
die doppelten. So, das heißt, wenn das Ding. Das Ding hier, das Ding hier. Theoretisch ja nochmal hier. Hier, hier. Aber hier, das machen wir ein bisschen anders. Bringen wir nicht einfach einen Stamm rein. Und gut ist, haben wir keine Probleme mehr. So. Gleich machen wir mal hier. Auch die ganze Wand schon mal rausreißen, so ein bisschen. So. Ist der. So, das haben wir hier hin. Kann ich eigentlich. Additive. Ich kann. Ging das nicht? Warte mal. Ging das nicht irgendwie? Ich bild mir ein, ich hatte irgendwas gesehen gehabt. Ich bin aber bescheuert gerade. Nee. Irgendwie konnte ich ein Menü aufrufen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Nein. Controls. Chisel and Bits. Radialman. Weiß nicht. Gab's das nicht irgendwie? Irgendwo hatte ich das doch gesehen. Oder ist das wieder raus? Oder woher kam das? Da konnte man jedenfalls aufmachen und konnte im Design nochmal ein bisschen was ändern. Man konnte Blockarten sehen und alles mögliche, was man halt praktisch gemacht hat. Aber ich weiß echt nicht. Was das war. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte halt irgendwie, es war Shift-Rechtsklick, Linksklick, Alt-Linksklick, Alt-Rechtsklick, ne, Shift-Alt, nein, Steuerung-Alt, nein, Shift-Q, nein, Q ist wegwerfen, ich bin bescheuert, ja, egal, irgendwie konnte man was real auswechseln, ich bräuchte einfach nur ein negatives Design, ne, egal, wir machen das jetzt einfach folgendermaßen, nehmen wir das, Design. Wir nehmen das Negative. Nehmen das einmal hier rauf. Setzen das einmal hier drauf. Setzen das einmal hier drauf. Setzen das einmal hier drauf. Mal hier drauf. Bauen wir dann noch die Weathered Brick. Beziehungsweise eigentlich müsste es ja noch breiter sein, ne? Das Ding müsste eigentlich nur ein hier sein, egal. The Bricks. So. Ist ja jetzt egal. Dann wird es ungefähr so. Dann machen wir hier einfach nochmal aus Solidaritätsgründen den Stamm hin. So. Okay. Wunderbar. Achso, falsch. Ich brauche eigentlich die hier. Ich habe keine Werte mehr. Okay. Weathered Brick. Hä? Ich hab keinen Platz im Inventar. Ist mein Inventar mal voll. Wegen dem Blackberry. So. Ja, ungefähr so, ne? Scheint ja ganz ordentlich zu werden. Dann machen wir jetzt hier nochmal. Vielleicht vorher nochmal. Egal, das swap ich dann. So. Chip. Negative, negative. Und dann bauen wir den letzten jetzt einfach. Ich habe sogar eh noch übrig. Die Frage ist, wie viel. Das reicht noch für eine Treppe. Na toll.
Das heißt, die hier brauchen wir auch gar nicht. Genau, weg. Also ihr könnt das wieder auf so einem vollen Block machen schon mal. Denn hier kommt noch ein Stamm hin. Und hier in die Ecke kommt auch noch ein Stamm. So. Dann muss das hier unten rein. Wuppen. So. Wunderbar. Das kann auch weg. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das von der Höhe machen will. Hier diese kleine Zwischenetage, aber... Fällt sich was ein. Okay. Wie gesagt, das sind alles jetzt nur Verschönerungsarbeiten hier. Ich mache nichts Wichtiges. Ah, wobei, mir fällt gerade auf. Mensch. Eigentlich. Perfekt. Wir müssen nämlich noch genau ein höher. Kann ich hier mit Placement? Okay, ich habe nicht mehr genügend. So. Dann platzieren wir einen. Und machen mal Replace. Machen Placement. Wunderbar. Okay, jetzt habe ich trotzdem einen übrig. Egal. Bitch. So, haben wir drei. Das passt wunderbar. Da kommen hier nochmal Stämme hin. Dann kommt hier das hin. So, wir können nicht drei breit werden, glaube ich, ne? Also es wird, ja, es wird knapp. Es wird knapp, wie ich das hier baue. Ich glaube, das wird nicht so unbedingt passen. Probieren es trotzdem mal. Moment, also. Eigentlich müsste ich ja noch einen weiter. Da. Yeah. Okay, ich meine, das kann ich mit Cobblestone ersetzen. Das ist kein Problem. Die Frage ist, das hier ist, glaube ich, schon direkt draußen, ne? Ja, das ist draußen. Okay. Ich würde sagen, wir machen das einfach ganz einfach jetzt. Weil einfach ist. Wir machen den Stamm hier weg. Wir machen hier oben einfach eine offene Drehung, oder? Offene Rund, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Halt was Offenes. Das heißt, der Stamm hier kommt auch weg. Stattdessen machen wir jetzt doch den hier weg. Und wir machen... Komm her. Achso. Wer jetzt gedacht, Inventar ist voll. Stone weg. So, machen die beiden weg. Machen hier dafür die Stämme hin. Ist halt ein Zweierabstand, aber ist egal. Und dann können wir nämlich hier nochmal Stämme hin machen und hier nochmal Stämme hin machen. Und können die Weathered Brick hier einmal nochmal reinsetzen. Und wir können auch den ersetzen. Sollte trotzdem von außen noch halbwegs okay aussehen. Ja, geht. Geht vollkommen. Okay. Gut, und dann können wir nämlich hier drinnen das alles schön mit Weathered Bricks noch ausbasteln. Ich kann dann das Zeug noch mit hin. Hier kommt dann noch Weathered Stone. Wunderbar. Von der Höhe her wird es ein bisschen komplizierter. Weil ich mein Angel Ring wieder wegschmeiße. Da bin ich mir noch unsicher, wie wir das machen wollen. Das ist doof. Von der Höhe her stimmt es nicht ganz. Ja, na gut, ist auch egal. So, und dann gehen wir praktisch hier nach hinten und gehen dann hier zur Seite raus. Wunderbar. Es wird doch langsam. Die Sache ist nur die, die Folge ist eigentlich schon wieder zu Ende. Wie ich das so sehe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Folge dann jetzt erstmal auch beenden. Auch wie gesagt, wenn es jetzt nicht unbedingt die spannendsten Folgen sind, was es definitiv nicht sind, weil wegen, ihr wisst schon, ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich möchte euch vielleicht beim nächsten Mal wiedersehen.
Und ja, würde ich sagen, bis dahin erstmal tschüss. Noch einen schönen Tag. Ich merke gerade, ich habe das hier nicht nach innen gebaut, sondern nach außen dem Teil. Machen wir hier zwei Abstand, ist auch egal. So, und dann kommt hier ein Dreierabstand und gut ist. So, dann machen wir hier dicht. So, dann kommt hier nochmal so ein Ding hin. Und dann passt das. Gut, dann müssen wir das hier so ein bisschen ausheben. Und gut ist. Dann kriegen wir das relativ schön hin. Ja, aber ich sollte jetzt wirklich langsam mal die Folge beenden. Das heißt, jetzt wirklich auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, es sind halt wirklich nur Baufolgen. Aber das habe ich ja angekündigt. Gut, dann tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.